السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من اللي مش مستعمل الإسلام، أنا هذا أنا اللي مش مسلمة. Moment, ich mach mal kurz hier Mix. Ich begrüße euch mit dieser wundervollen islamischen Begrüßung. Hi. Ja, hi, Sam, wie geht's dir? Alles gut? Ist gut. Manuel. Manuel, wie geht's dir? Manuel reicht, Bruder. Manuel reicht? Ja, okay, alles klar. Dann ist gut, Manuel. Ich hoffe, euch geht's gut. Der Herr segne euch, bitte und beschütze euch. Ja, das, was ich mich gerade angehört habe, das war schon sehr, sehr heftig, ne? Du siehst doch, dass der Herr durch einen Hirten namens Mohammed die Jesaja-Rollen finden hat lassen, ne? Du siehst Amen, doch, guck mal, guck mal, guck mal. Guck mal. Lass uns mit Respekt reden. Ich will das einfach nur direkt von vornherein sagen. Lass uns bitte mit Respekt reden, bitte. Rede ich doch. Nein. Ich hab doch nicht was beleidigt oder sowas. Bitte mit Respekt reden. Ich sag dir das in aller Höflichkeit. Lass Mach ich doch, Manu. Mach ich doch. Komm mal. Du siehst doch, dass der Herr ja, die Jesaja-Schriftrollen hat finden lassen und die sind heute im Jerusalemer Museum für jeden sichtbar auf 7 Meter. Nahezu lückenlos überliefert, der Text, ne? Sind die falsch? Oh. Bitte? Sind die denn falsch, diese Rollen? Oder was meinst du gerade? Weil ich nein, nein. Gesagt, die Jesaja-Schriftrollen wurden am Toten Meer gefunden. Das sind die Schriftrollen am Qumran. Mhm. Und die wurden ironischerweise von einem Hirten namens Mohammed gefunden. Unbezahlbare Schriftstücke. Und damit hat Gott bewiesen, dass seine Bibel nicht verfälscht ist. Denn der Text ist absolut zuverlässig überliefert worden. Das kann jeder von euch nachschlagen. Guckt euch das mal bitte an. Die Qumran-Schriftrollen. Die Qumran-Rollen wurden doch widerlegt? Nein, absolut nicht. Keiner kann die Qumran-Rollen widerlegen. Denn doch. Diese Jesaja-Schriftrollen sind im Jerusalemer Museum auf 7,14 Meter lückenlos überliefert, der Jesaja-Text. Und weißt du, was der Jesaja sagt in Jesaja 9,5? Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nannte seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. Du siehst also, dass das Kind, das geboren wird, starker Gott, El Gibor genannt wird im Hebräischen. Also ich habe mich wirklich genau damit beschäftigt, Amir, ne? Und ja, genau die Koranrollen wurden widerlegt. Ja, zeig mal, wer hat die denn widerlegt? Das möchte ich mal widerlegt. Sehen. Man hat festgestellt, dass sie erlogen erstunken sind. Warum lügst du gerade die Leute hier an? Die sind doch in der Lage, das Internet zu... Ganz kurz, sie wurden doch erst vor knapp 20, 30 Jahren oder so gefunden, richtig? Das stimmt nicht. Die sind nicht vor 20, 30 nicht mal, Jahren also gefunden. Weniger vielleicht. Auch länger. Noch länger? Warte, was sagt ihr? Ja. Ich habe genau darüber gelesen, also ich habe keine Videos geschaut, wo Leute geredet, ich habe richtige Texte darüber gelesen, wo Leute Berichte darüber geschrieben haben. Die wurden vor, genau, und dann halt vor 80 Jahren. Auf jeden Fall kann sich jeder selber ein Bild machen. Ne? Die Qumran-Rollen wurden gefunden und das von einem Hirten namens Mohammed. Also der Typ hieß Mohammed und hat seine Ziege in der Höhle gesucht. Und wer war der Mohammed? Ja, Mohammed hieß dieser Ziegenhirte. Und ein Ziege ist so verloren gegangen und der hat sich in die Höhle verkrochen. Und da hat der Steine reingeworfen, damit diese Ziege wieder so rauskommt. Und dann auf einmal hat der Tonkrüge getroffen. Und hat die Jesaja-Schriftrollen finden lassen. Und genau diese Rollen sind es, die eindeutig beweisen, dass der Herr Jesus Christus der allmächtige Gott ist, der ins Fleisch gekommen ist. Amen. Mhm. Amen. Amen. Der Herr Jesus Christus Amen. Ist der Richter und das wird auch bleiben. Der Allmächtige, der gekommen ist. Amen. Manu, das ist sehr, sehr traurig, dass du dich damals so für den Islam entschieden hast. Ich meine, du hast ja sowieso nichts mit dem Islam zu tun. Aber dass du eine Entscheidung für den Islam getroffen hast als Afrikaner, das ist krass. Was ich bis heute nicht begreife. Ne? Ich habe nichts mit dem Islam zu tun, sagst du? Ja, auf jeden Fall. Du hast überhaupt gar nichts mit Islam zu tun. Guck mal, das Ding ist, guck mal, du kommst hier rein, wir holen dich hoch. Ich weiß gar nicht, ich wusste ganz genau, dass das so enden wird, aber du kommst hoch und du greifst mich persönlich. Vor 1.900 Leuten an. Das, was du machst, ist nicht schön. Ich will dir das nur sagen. Ja, aber das sieht man doch. Das ist doch kein Geheimnis, dass du mit dem Islam nichts zu tun hast. Ja, okay, das ist deine Auffassung. Das ist deine Auffassung. Du glaubst auch an den jüngsten Tag, korrekt? Ja, richtig, genau. Ich glaube an den jüngsten Tag, der Herr Jesus Christus wird. Wir können uns dann darüber unterhalten. Ja, aber dann geht es, ja okay, dann können wir uns darüber unterhalten. Wer wird denn am Tage des jüngsten Gerichts richten im Islam? Ich rede mit dir nicht weiter. Wie, du redest mit mir nicht weiter? Islam, wer wird denn im Islam am Tag des jüngsten Gerichts richten?
Allah oder Jesus? Ich rede mit dir nicht weiter. Ah, wird richten, Bruder. Islam, Allah oder Jesus? Ich habe Allah gesagt. Er wird der Einzige sein, der richten wird über dich und über mich. Habt ihr das gehört? Er wird der Einzige sein, der richten wird. Sein Prophet sagt, Isa ibn Maryam wird als gerechter Richter auf die Erde kommen, um zu richten. Habt ihr das gesehen? Du sprichst von uns. Der hat aber recht. Der Allah sagt im Koran, es gibt kein gerechtes Richten als das Richten von Allah. Da hat der Richter Isa. Gebe ich ihm absolut recht. Und die Hadithe sind ein einziger Witz und Widerspruch. Weil der Muhammad. Ganz kurz, Amir. Ich habe nur eine kleine Frage. Ja. Ich glaube, das ist ein Jahr her. Also du wolltest mit Anas mal reden. Warum hast du nie mit Anas gesprochen? Ich bitte dich, mach den nicht hier so groß, größer als der. Der ist so klein, der Anas, und kann überhaupt gar nichts. Der Typ war nicht mal in der Lage, ein Hadith zu beantworten. Vielleicht bist du ja in der Lage, ein Hadith zu beantworten. Lass ihn mal kurz antworten. Anas, bist du jetzt in der Lage, ein Hadith zu beantworten, als Muhammad ein kleines Kind auseinandergenommen hat, das mit Puppen spielt, Anas? Du brauchst doch nicht deine Kamera anzumachen. Mach dir ruhig aus, Anas. Nimmt er mir 4 Euro pro Frage, du Gauner, ey. Ist das ein Gauner? Amir, Bruder. Du weißt doch, wie früher du machst du deinen Propheten alle Ehre, ne? In Sura 58, Vers 12. Nimmst du auch schön. Aber lenk doch nicht ab, Amir. Ja, kleiner Gauner. So wie Ali Dauer, ihr seid alle auf Geld. Wieso Gauner, Bruder? Du bist doch der Gauner. Du hast zu mir gesagt, wir treffen uns. 4 Euro für eine Frage, Anna. Schämst du dich kein bisschen, 4 Euro für eine Frage zu nehmen? Ach so, du meinst auf meinem Discord-Server? Ja, dieses Geld geht zurück in den Discord-Server für Koran-Events. Ich krieg davon keinen Cent. Koran-Events? Warum machst du das nicht selbst von deinem Geld aus? Warum nimmst du das? Hab ich von meinem Geld aus gemacht, hab ungefähr 1000, 2000 Euro. Hat Gott dir gesagt, dass du Geld nehmen sollst, damit du nicht fahren warst? Ja, lass mich doch ausreden. Warum redet ihr über ein anderes Thema? Lass mich doch ausreden, Bruder. Ja, also das ist aktuell nicht mehr aktiv, aber ja, man konnte Fragen stellen, man zahlt 1 Euro, 2 Euro und dann auf diesem Discord-Server wird ein Koran-Wettbewerb gemacht und dann werden von diesem Geld Geschenke gekauft und die Koran-Gewinner kriegen Geschenke. Davon geht nichts in meine Tasche. Sonst würde ich ja schon 7er BMW fahren. Aber auf jeden Fall andere Fragen. Amir, ganz kurz, Amir. Im Internet steht überall, dass diese Qumran-Rollen fake sind, die du meinst. Alle. Du kannst noch 50 Millionen Seiten aufmachen. Du weißt, dass du Jerusalem hast. Du hast in Jerusalem das Museum, wo der Rabbi dir ganz genau zeigt, da sind die Leute hingegangen und haben ein Interview geführt und hat gesagt, der Text ist lückenlos überliefert. Kein einziger Buchstabe hat sich verändert. Nichts am Text. Die haben Tests gemacht, die haben nachgeprüft, von welcher Zeit und so. Die haben gemerkt, dass alles später gekommen ist. Und die Carbon-Datierung ist auf 300 vor Christus. Lügt die Leute nicht an vor 2000 Leuten. Auf Deutsch findest du diese Fake-Geschichten nicht, auf Englisch. Ich sage auf zu lügen. Die sind im Zeitalter des Internets. Die können 2 Minuten googeln. Wallah, ich schwöre auf meine Mutter. Warte ganz kurz. BBC hat einen Bericht darüber rausgebracht. CNN. Isam, bitte. National Geographic hat auch einen Bericht darüber rausgebracht. Der Text ist da in Jerusalem. Ja, der Text ist da. Alles fake. Wallah, eine Asibu, mein Vogel, Tachmann. Der Manuel, sie wird schon. Aber hey, Amir. Ist alles erlogen. Wie gesagt, die Qumran-Rollen sind erlogen. Nein, Isam, erzähl keinen Schrott. Das ist nicht erlogen. Ich weiß ganz genau, dass die Qumran-Rollen nicht nur die Jesaja-Schriftrollen wurden gefunden, auch die Texte von Mose wurden gefunden. Datiert auf 300. Rolle, die du meinst, heißt auf Englisch, diese Rollen, die du meinst, also die Qumran-Rollen, werden auf Englisch Dead Sea Scrolls genannt. Dead Sea Scrolls, und die sind gefunden worden, datiert auf 300 vor Christus. Und alle sagen absolut, das ist fake. 300 vor Christus ist vorbei, Isam. Damit hat Allah eine Ohrfeige bekommen. Die sind alle sagen, alle Online-Beiträge sind fake. Das Maschinenbein von Allah hat wurde zertrümmert, Islam. Das musst du zugeben. Islam, Abu Sainik, Kibbule Bada. Kibbule Bada, bitte, Abu Sainik. Allah kriegt deine Ohrfeige. So ganz kurz, weil der hatte damals. Das ist geistlich gesehen, Manuel. Nicht wirklich. Kibbule Bada, Kibbule Bada, Abu Sainik. Dagegen, warte ganz kurz. Ich mach das ganz kurz so. Ich würde ganz kurz den Anas die Möglichkeit geben, weil Anas wollte mal sehr gerne mit ihm reden auf dem Kaffee, aber er wollte ja nie reden. Der ist ja geflüchtet. Ja, aber schon mal. Obwohl der Army ihm das versprochen hatte, aber er hat sich dann nie gemeldet bei ihm. Wie ist das dann, richtig? Teilweise. Ich nur einen Hadith erklärt haben, da war der, wollte mit mir eine ganze Show daraus machen. Nö, einfach, ich habe doch dir versprochen, du kannst über jedes Thema, was du willst, mit mir reden. Wo ist das Problem, dass du bei mir ins Live kommst? Da brauchst du doch nie nirgendwo hinzulaufen, Anders. Was ist das für eine billige Ausrede, Mann? Aber wieso läufst du denn weg? Ich frage mich, du konntest mit jedem debattieren, mit überall gehst du live, aber bei mir kommst du nicht einmal live, obwohl ich 10 Stunden live bin.
Schau mal, unterbrich mich nicht, lass mich doch mal ausreden. Lass mich ausreden, ne? Wir haben doch miteinander geredet und 100.000 Menschen haben das Video gesehen und die warten bis heute, dass du mit mir, dass wir uns zusammentreffen und wir ein Gespräch machen. Wieso will ich das persönlich haben? Genau wegen solcher Sachen wie jetzt. Weil du unterbrichst die Leute und so weiter. Und wenn man persönlich miteinander redet, ist das ganz anders. Von der Mimik, Gestik, von der Internetverbindung, von der Verzögerung. Du kannst viel besser interaktiver mit deinem... Was erzählst du da für einen Schrott, Anas? Du hast ja nichts zu verlieren, Armin. Du hast ja nichts Anas, was erzählst du da für einen Schrott? Wir können uns so in TikTok, jeder hat gute Internetverbindung. Du hast doch auch mit anderen geredet. Warum erzählst du so einen Quatsch, Mann? Das ist das Sinnvollste. Das habe ich ja mit Irfan bisher gemacht. Irfan, nee, ich weiß, was du willst. Willst du daraus ein Riesenspektakel machen mit YouTube-Klicks und sowas? Wo ist das Problem? Komm doch einfach, ich komme bei dir sogar in deine. Du kriegst doch damit auch Klicks. Also, du mach doch ein Livestream, Anas. Mach doch mal ein Livestream und schick okay, also, du hast, sag doch einfach, dass du Angst hast. Ist ja nicht schlimm. Anas, mach du ein Livestream. Ich komme bei dir in Livestream. Ich brauche nicht irgendwo nach München zu kommen oder du bei mir. Rappst du es nicht? Was hast du denn Angst? Ich sag zu ihm, ich komme zu ihm, der sagt zu mir, ich habe Angst. Guck mal da. Anas, hast du Kamillerin zu dir genommen, Anas? Ich sag zu dir, mach du einen Livestream, ich komme zu dir, ist doch kein Problem, wir können über alles reden. Da brauchst du nicht irgendwo hin und her zu fahren. Ach ja, Amir. Okay. Ach ja, Amir, jetzt auf einmal sagt er, habt ihr recht. Ich mach das professionell. Schau mal, ich habe mich mit dem AfD-Politiker getroffen. Wir haben da schön drei Kamerawinkel, wir reden, Papier ausgedruckt, die Quellen und so weiter. Ich glaube, du hast Angst, weil du dann nicht mehr so heimlich googeln kannst und so etwas. Anas, du kannst mir auch gleich über meine Hände und alles mögliche. Was ist denn los mit dir, Mann? Du kannst ja auch deine Bücher mitnehmen, aber ich glaube, du kannst ja nicht mehr so googeln und deine Tricks machen. Anas, willst du mit mir ein normales Gespräch führen, Anas, oder willst du mit mir eine Riesenshow daraus machen, oder was willst du tun? Nein, halt ein Gespräch über ein beliebiges Thema. Brauchen wir doch nicht hin und her zu laufen, oder du brauchst ja nicht zu mir zu fahren, ich brauche nicht zu dir zu fahren. Wir können nur ganz normal im Internet miteinander ein bisschen reden. Wieso kann das jeder auch so tun? Wir können uns auch ganz normal wie zivilisierte Mitteleuropäer unterhalten, ist doch gar kein Thema. Ja, Mitteleuropäer, die sich persönlich treffen. Ganz friedvoll sind wir hier. Wir sind doch nicht Eine kleine Frage, Armin, du bist ja ein bisschen älter als 30, glaube ich, ne? Ja, ein bisschen. Ich glaube, wir sind alle so in dem Bereich, so ungefähr in diesem Alter. Und ich glaube, wir könnten uns doch einander so ein bisschen respektieren und einander verstehen. Das mache ich doch. Ja, aber dieses ich weiß gar nicht, als würdest du hast immer das Gefühl, du, wenn du lachst, dass du dich damit sympathisch machst. Keine Ahnung, ich weiß nicht, ob das bei dir... Nee, das sind einige lustige Bestandteile, über die ich lache. Also das musst du dann mir auch überlassen. Weil es gibt einige Bestandteile, wo du lachst, wo ich sage, warum lacht er darüber? Aber ich akzeptiere das, ist doch gut, ist doch deine Sache. Du lachst aber durchgehend, so. Du bist so voll... Als wärst du ein fröhlicher Mensch, wo ist das Problem? Darf ich nicht fröhlich sein? Ich sage, ist das in deiner Welt nicht erlaubt? du darfst fröhlich sein, aber du bist... Also, so. Keep smiling, it's sunnah, ist das nicht dein Spruch? Deine Sache... Ist das nicht dein Spruch, Mann? Der sagt sogar noch, keep smiling in Sunna, aber wenn ich lache, dann ist das wieder falsch. Ja, Bruder, aber es ist ja nicht gleich. Isam, Kibbole Bara, Abu ist einig, Wala ina bi'ifa aleo, wa yeh. Der Mann, jetzt holt davor wieder alles zu beleidigen. Nein, mit dir habe ich nicht geredet. Schmeiß mal bitte raus. Guck dir das mal an, der kann sich kaum 5 Minuten beherrschen, der Mann. Guck mal. Schmeiß ihn mal bitte raus, bitte. Es kann. Ich habe ihn jetzt erstmal gestummt. Schmeiß ihn mal bitte raus. Schmeiß ihn mal bitte raus. Macht das noch Sinn zu reden? Nein, das macht keinen Sinn. Schmeiß den raus. Der sagt gerade, da hat Allah eine Ohrfeige gekriegt. Mit dem sitzen wir und reden wir. Schmeiß ihn mal bitte raus. Manuel ist ein Bruder, schau mal, Bruder. Ich sag jetzt gerade eine Stunde noch. Warte, kannst du, wir entscheiden jetzt. Bruder Manuel, weißt du, was ich dir sage? Schau mal. Für Leute, die Verstand haben, hat Jesus so geredet? Hat Jesus so geredet, dass er zu anderen gesagt hat, zu anderen Religionen, ich gebe euch eine Ohrfeige? Das zeigt doch eben, dass er nicht rechtgeleitet ist. Er handelt nicht mal nach seiner eigenen Bibel. Deswegen sage ich doch bitte, er soll einfach raus. Er soll Bruder, einfach schau mal. Wir haben so schön geredet. Aber das ist doch gut. Schmeiß ihn bitte raus, bitte. Also Anders, du kannst dich ja mit ihm zusammenschließen. Du kannst ja gucken, wenn du mit dem reden willst, kannst du ja von mir einen Termin ausmachen. Also wenn es jetzt sein muss, könnt ihr für mich erst eine Minute reden und sagen, wie er es macht. Und dann würde ich sagen, dann ich kann euch gleich noch Sachen zeigen, die er erzählt hat mit den Qumran-Rollen. Die sind alle falsch. Also aber ich check gar nicht, was der Sinn davon ist. Also ja, ich habe das auch gelesen bei Süddeutsche Zeitung und so, dass viele davon verfälscht. Auf Deutsch gibt's auch was darüber. Ja. Nee, ja, ich habe es jetzt auch gerade gelesen. Aber das ist ja Altes Testament. Halt voll davon. Alles Testament. Spricht ihr gegen sie, nicht für sie. Guck mal, wenn ihr einer wäre, ein Christ, der belesen ist und der kritisch der Sache gegenüber ist, dann kann man ja auch schön reden, kein Problem. Aber dieses ständige Gelache und dieses,
und diese verbalen Angriffe die ganze Zeit, unterschwellig und auch ganz offiziell, das ist keine Art und Weise, das sind keine Männer, mit denen wir am Tisch sitzen. Also ich zumindest. Ich habe gerade gefragt, ob er älter als 30 ist, weil für mich ist das echt komisch. Ich weiß, aber vielleicht hat er irgendwas erlebt. Ich hab keine Ahnung. Das ist derbe anstrengend. Der zieht ja einfach eine Show ab. Jetzt ist rausgegangen, alles gut. Dankeschön. Er ist alleine jetzt rausgegangen, keine Ahnung. Ich wollte eigentlich schon noch ein bisschen mit ihm plaudern. Oh, der Manu ist kurz davor, wieder alles zu beleidigen. Guck mal. Guck dir das mal an, der kann sich kaum 5 Minuten beherrschen, der Manu. Guck mal. Schmeiß ihn mal bitte raus, bitte. Das kann nicht wahr sein. Guck mal, zwei Minuten kann er sich beherrschen. Heftig. Manu, du musst mal lernen, Sabbel zu haben, Mann. Aber in seiner Musik rappt er immer Sabber. Ja, aber geistlich gesehen, Manuel. Das ist richtig scheinbar. Bruder, weißt du, was ich dir sage? Schau mal. Für Leute, die Verstand haben, hat Jesus so geredet? Ja, absolut. Absolut. Der hat die Pharisäer als Teufelskinder bezeichnet. Natürlich. Der hat die Pharisäer als Teufelskinder bezeichnet. Er soll einfach raus. Er soll einfach raus. Anna, hör auf, über meinen Herrn Jesus Christus Lügen zu verbreiten. Was hast du denn Falsches gesagt? Anna, komm bei mir in live. Ich bin live. Komm bei mir. Anna, komm bei mir in live, okay? Würde ich sagen, dann. Sachen zeigen, die er erzählt hat mit den Kumpanrollen, die sind alle falsch. Also, ja. In 2 Minuten haben die alles nachgerüstet. Guck mal, Anas, machen wir das kurz. Ich bin gerade live. Guck mal, ich gehe jetzt hier raus. Anas, wenn du gerne möchtest, kannst du bei mir reinkommen. Wir können ein normales Gespräch führen, ne? Anas. Kritisch der Sache gegenüber ist, da kann man ja auch schön reden, kein Problem. Aber dieses. Richtiger Wunderaffäre. Und diese verbalen die ganze Zeit unterschwellig und auch. Ja, bitte, auf mit das. So eine Art und Weise. Das sind keine Männer, mit denen wir am Tisch sitzen. Also ich. Ach, die haben mich gestummt. Guck mal da, die haben mich gestummt. Heftig. Alleine das sind heftig. Keine Männer, mit denen wir am Tisch sitzen. Ich geh raus mit diesem Sperm. Habt ihr gesehen? In 2 Minuten haben die demoliert. Tschüss. Heftig.